So, und damit geht es weiter. Hütte ist einigermaßen sauber hinterlassen. Was heißt einigermaßen? Ich habe halt so gut es geht wieder alles aufgeräumt, was ich verwendet habe. Und habe das Feuerholz noch mal ein klein wenig aufgefüllt und den Wassertank wieder voll gemacht. Uiuiuiui, das dauert alles ganz schön Zeit. Also so viel schneller ist man jetzt auch nicht, wenn man die Hütte alleine bewohnt hat. Das letzte Mal, als ich auf der Hütte war, da hatte ich ja noch die anderen da. Da haben wir uns das alles aufgeteilt. Der eine hat Wasser geholt, der andere hat, gut, Feuerholz müsste man nicht auffüllen, haben wir nicht benutzt. Der nächste hat quäkt. Wieder wer hat Abwasser weggekippt. Und ja, da ging das alles insgesamt doch noch mal etwas flotter. Beziehungsweise, ich war ja der Letzte, der gegangen ist. Ich hatte dann aber nicht mehr so viel zu tun, weil halt eben auch vieles schon erledigt gewesen ist von den anderen. Okay, so, heute habe ich 17 Kilometer auf dem Plan. Das ist ganz ordentlich, würde ich sagen, insbesondere, da das ein ziemlich schwieriges Terrain werden wird. Ob ich da also wirklich sämtliche 17 Kilometer schaffe, werden wir sehen. Zeit habe ich etwa 8 Stunden, allerdings sind die Pausen damit eingerechnet. Und dann ist bei mir wahrscheinlich Schluss. Damit das klappt, werde ich mir heute ein wenig zusätzliches Koffein genehmigen. Ich habe ja Koffeintabletten dabei, das wirkt bei mir in der Regel auch meistens ziemlich gut und sorgt dann dafür, dass ich gerade im schwierigen Terrain gut vorwärts komme. Weil da kostet es einfach viel Hirnkapazität. Man wird dann einfach müde, da den richtigen Weg zu finden und immer genau zu wissen, wo setze ich jetzt meinen Fuß als nächstes hin, etc. und so weiter und so fort. Ja, der Alternativweg wird in meinem Reiseführer als schwierigstes Terrain, also das Schwierigste, beschrieben, weshalb ich eben schwer davon ausgehe, dass diese Route, die ich jetzt nehme, noch schwieriger ja eigentlich nicht sein kann, wenn das andere ja schon das schwierigste Terrain ist. Das sind halt so die Überlegungen, die man sich macht. Und ich habe in einem Ordner in der Hütte eine Wegbeschreibung auf Deutsch gefunden, die eben meine nächsten 3 Etappen quasi auch beschreibt. Und die empfiehlt, man möge den nördlichen Weg nehmen, was ich gerade im Begriff bin zu tun. Also der zweigt jetzt gleich nach 100 Metern oder was ab. Obwohl die da auch schreiben, der sei jetzt nicht viel einfacher als der südliche. Es nimmt sich eigentlich nicht viel. Aber der eine Reiseführer sagt, südlicher Weg 7 Stunden. Und der andere Reiseführer, also macht keine Angabe zum nördlichen Weg, wie viele Stunden der braucht. Der andere Reiseführer aber, den ich in dem Ordner gefunden habe, der sagt nördlicher Weg 6 Stunden. Also wird der nördliche Weg ja wohl ein wenig einfacher sein. Oder die sind einfach schneller gelaufen. Das kann natürlich theoretisch auch sein. Ich bin also gespannt und mein Arm wird taub vom Kamera halten. Und ja, wir werden sehen. Ja, es ist ein bisschen dunkel. Liegt daran, dass der Himmel gerade ein bisschen nicht möchte. Na? Bisschen besser. Bin gerade durch Karingsjön gekommen. Das ist wohl scheinbar ein einzelner Hof mit diversen Gebäuden, der hier mitten im Nirgendwo liegt.
Das war ja unangenehm. Da muss man den quasi mitten durch den Vorgarten latschen. Da führt tatsächlich der Weg durch. Das ist wohl so gewollt, weil man bei denen auch übernachten kann. Die haben da auch diverse Schilder, dass sie irgendwas verkaufen. Ein großes Informationsschild mitten im Ort, in Anführungszeichen. Aber da gibt es auch einen Hund, der aufpasst, dass man da eben nicht lang geht, wo der offizielle Weg lang führt. Jetzt bin ich irgendwie außenrum geschlichen und habe mich sehr unwohl gefühlt. Es hielt aber auch keiner für notwendig, irgendwie den Hund darauf hinzuweisen, dass er mich durchlassen soll. Und ja. Und in Englisch da rumbrüllen von wegen, nehmen Sie mal Ihren Hund an die Leine oder irgendwie sowas kann man ja auch nicht machen. Außerdem wohnen die da ja und ich da stehen mitten übers Grundstück. Aber da geht tatsächlich der Weg lang. Also das habe ich mir jetzt nicht nur eingebildet, aber bäh, das war ja unangenehm. Ich habe es gemacht, dass ich da so schnell wie möglich wieder wegkomme, nachdem ich im großen Bogen um den Hund drumherum bin quasi. Und dann auch nicht genau wusste, wo geht's denn jetzt weiter und wo nicht. Ich habe übrigens die Regenjacke an wegen den Mücken. Die ist nämlich auch mückendicht. Nicht nur Wasser. Hände habe ich mir eben nochmal eingesprüht mit dem Anti-Mücken-Zeug. Inzwischen sind sie wirklich da. Den Kopf habe ich mir auch einigermaßen eingesprüht. Scheint noch ein bisschen zu wirken. Sollte nicht mehr allzu lange wirken, dann müsste ich jetzt demnächst mal nachsprühen. Ich habe jetzt noch 5 Kilometer. Ich bin jetzt bisher eigentlich ganz gut durchgekommen, muss ich sagen. Das heißt, 12 habe ich schon gemacht. Ja, zwischendurch war ich kurz mal am Verzweifeln, weil der Weg halt größtenteils so aussieht und schlimmer. Teilweise also nochmal erheblich schlimmer. So ein richtiges reines Blockfeld, ohne dass da irgendwie Boden dazwischen sichtbar wäre. Das ist dann schon ein wenig gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal. Und da ist man dann schon so ein kleines bisschen, oh Gott, ich komme ja gar nicht vorwärts. Außerdem gibt es zwischendrin wenig Orientierungspunkte, wo man sagen kann, okay, jetzt bin ich da und da auf der Karte und so weiter. Als ich dann erstmal angefangen habe, ich wollte dann auch versuchen, dass ich da einfach jetzt durchkomme, ohne mich groß darum zu kümmern, wo bin ich denn? Also möglichst in einem meditativen Laufmodus verfallen und dann halt irgendwie schauen, dass ich da durchkomme durch diese Landschaft. Auch relativ monoton, immer der gleiche Kiefernwald mit einzelnen Birken natürlich noch. Und immer dieses Geröll, Geröll, Geröll. Aber das ging jetzt doch ehrlich gesagt besser als erwartet und ich habe auch deutlich weniger Zeit gebraucht, als ich befürchtet hatte. Gesamtzeit jetzt für diesen 12 Kilometer Blockhaltenweg waren jetzt bloß, lass mich lügen, 3,5 Stunden. Ja, so 3,5 bis 4 Stunden. Eigentlich ist das auch das, was ich mir eigentlich ausgerechnet hatte. Aber war mir nicht sicher, ob das wirklich hinkommt. Zumal ich am Anfang das Gefühl hatte, ich komme gar nicht vorwärts. Und zwischendurch bin ich dann auch mal ziemlich müde geworden und habe da ein bisschen rumgestorkselt und gestolpert, was ja gefährlich ist in so einem Terrain. Und da habe ich dann halt noch mal ein bisschen Pause gemacht. Generell habe ich ziemlich viel Pause gemacht unterwegs, weil ich lese ja auch gerne in der Pause und da fällt es mir dann schwer, eigentlich bin ich ja nach 10 Minuten theoretisch wieder so weit, dass ich jetzt weiterlaufen könnte oder nach 15 Minuten spätestens. Aber wenn man dann halt anfängt zu lesen, dann ist es spannend und dann bleibt man halt eben, gerade wenn das Wetter schön ist und das Mückenschutzzeug hilft, bleibt man dann halt noch ein bisschen länger hocken und deswegen ist es jetzt gleich 6. Gut, ich bin aber auch erst um 11:30 wieder losgelaufen, weil ich ja die Hütte noch putzen musste und in der Hütte morgens auch natürlich noch mal eine Weile gelesen habe. Lesen ist so der große Zeitverbrauchsfaktor auf dieser Tour. Ich genieße es aber total, dass ich mal Zeit zum Lesen habe. Eigentlich könnte ich echt schneller vorwärts kommen und mehr Zeit im Zelt verbringen, beziehungsweise im Lager, wenn ich nicht so viel Pausen und Lesen machen würde. Also mehr Pause, als eigentlich nötig ist. Aber ich hocke halt auch einfach gerne in der schönen Landschaft hier und lese. Das ist einfach, der Archetyp der Entspannung für mich. Also entspannender geht nicht. Irgendwo in Schweden in der Pampa hocken und dann lesen, das ist einfach, optimal. Das kann man wirklich nicht noch mehr entspannen. Gut, jetzt werde ich dann trotz Mückenschutzzeug demnächst gefressen von den Viechern. Oh, da ist eine hartnäckig. Die hat eine Stelle gefunden, wo ich mich offensichtlich nicht richtig eingeschmiert habe. Soll angeblich ungefähr 6 Stunden halten. Bei sowas kann man immer ungefähr die Hälfte abziehen. Und dann ist man bei etwa 3 Stunden. Na,
Das sind jetzt aber schon 4, wie ich das drauf habe. Und jetzt hört so langsam die Wirkung, lässt so langsam nach. Das passt einigermaßen. Das finde ich ganz okay. Das ist so ein Zeug aus dem Decathlon mit DEET drin. Wichtig ist natürlich immer der Wirkstoff, nicht so sehr der Hersteller, meiner Meinung nach. War jetzt aber auch nicht besonders günstig, muss ich sagen. Also andere Mückenschutzmittel mit DEET kosten Ähnliches. Okay, das war diesmal wirklich nur eine kurze Pause, ohne großartig lesen. Und dann gehe ich jetzt auch weiter und es sind, wie gesagt, noch 5 Kilometer. Jetzt in so einer Seensumpflandschaft mehr oder weniger. Dazwischen auch immer mal wieder so Geröllfelder. Aber es sieht auf jeden Fall jetzt anders aus, als ich es bisher gewöhnt bin. Das war jetzt mein bisheriges Stück, meine bisherigen 12 Kilometer, war alles ein trockener Einheitskiefernwald. Ich habe da jetzt auch gar nicht so viele Fotos gemacht. Ich wollte einfach jetzt nur durch und das hinter mir lassen, weil ich vor dem Stück, dem letzten, da hatte ich schon so ein bisschen Schiss vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man kann dazwischen auch nicht zelten und man muss da irgendwie durchkommen. Und ab hier müsste es jetzt theoretisch wieder möglich sein, dass ich vereinzelt Zeltplätze finde. Ist nicht notwendig, weil ich an der Rogenhütte definitiv zelten kann. Ich möchte eigentlich zelten, es sei denn, es gibt in der Hütte irgendwas unglaublich Tolles, weshalb ich dann nochmal in der Hütte pennen. Aber allzu oft in der Hütte pennen möchte ich eigentlich nicht mehr, weil so günstig sind die dann jetzt auch nicht. Die kosten zwar erheblich weniger als in der Hauptsaison, da ist man bei so, ja sagen wir mal, bis zu 500 Kronen. Und jetzt in der Nebensaison kosten sie 250. Für Nichtmitglieder im schwedischen Tourismusverband, ganz grob übersetzt. Svenska Tourist irgendwas. Ich krieg's gerade nicht zusammen. Jetzt rücken mir die Viecher hier auch wirklich ziemlich auf den Leib. Ist ja schön, dass ich das auch nochmal kriege in meinem Schwedenurlaub. Mücken-Eldorado, yay! Hatte ich ja bisher noch gar nicht. Hat mir so gefehlt. Nee. Interessanterweise ist heute scheinbar das identische Wetter wie gestern. Vormittags, ja, geht so. Nachmittags, heide hopsasa, Sonnenschein, richtig warm. Und jetzt gegen Abend zieht es zu und wahrscheinlich fängt es dann wieder so gegen 7:30 oder was, 7:30 mit dem Regnen an. Was ich ja nicht so schön finde, weil bis dahin bin ich noch nicht da. Das heißt, dann werde ich noch ein bisschen nass. Aber gut, die Regenjacke habe ich ja schon mal an. Und die Mücken sind dann weg. Beim Laufen stören die aber auch nicht so. Deswegen, ich gehe weiter. So, ich mag nimmer. Also es kann sich jetzt bloß noch um ein paar hundert Meter handeln. Aber jetzt verlassen mich echt rapide die Kräfte. Hier ist jetzt der Rogen. Das ist der See, an den ich die ganze Zeit will. Und, ach scheiße, habe ich eine Abzweigung verpasst. Ist das da hinten etwa die scheiß Hütte? Dann ist das aber kacke ausgeschildert. Ja. Das ist voraussichtlich die Hütte. Ah, na tolle Wurst. Das ist echt nicht toll ausgeschildert. Ja, das muss es sein, das passt auch von der Karte her. Na toll, dann nochmal ein Stück zurück und darüber.